Ja, willkommen im Vault. Ja, ihr wisst, ja. Entschuldigung. Oh, ja, mir ist gerade ein anderer Witz durch den Kopf gegangen. Ja, zu einem Thema kommen. Ja, ihr seht schon im Hintergrund, es läuft ja der Vault, der Eingang und Ausgang geht. Ich habe hier Fallout 76 gewählt. Geht auf und zu. Ja. Das Ganze könnt ihr auch haben, denn das sind einige neue Einstellungen, die es bei Xbox gibt. Und ich persönlich muss mal schauen, ob ich die überhaupt finde. Ich glaube, Personalisierung war es. Mein Hintergrund kann das sein. Ja, dynamische Hintergründe. Wollte mit mir die alle mal durchgehen. Weil wir haben hier Highlights, wir haben Spiele, wir haben Xbox, wir haben Abstract. Abstract. Wir sind immer noch im deutschsprachigen Raum. Okay, das bewegt sich alles, wie ihr seht, das Abstrakte genauso. Ja, wenn ihr das als Hintergrund wollt, dann, was ich auch schön finde, ja, ich habe meine, das unten wird als grün angezeigt, ja, allerdings habe ich meine Xbox so auf blau eingestellt, so ein leichtes Blau, auf ein PlayStation Blau, sage ich mal ehrlich, oh, wie es ist. Aber es gefällt mir besser als wie das Grün und das ist ja auch eure Sache, ja, das könnt ihr ja so machen, wie ihr denkt, so. Und jetzt bei Xbox gibt es zum Beispiel auch dynamische Hintergründe, die sehen dann wirklich auch so aus. Ja, Moment, ich mache das mal so. Pass auf. Ja. Pass auf, jetzt kommt's. Das ist dann mein Menü. Ja, ist es nicht schön? Das ist die, so angelehnt an die originale erste Xbox. Da würde das so aussehen, würde ich mal meinen. Moment, wenn ich schon mal dabei bin, ich nehme jetzt mal alles durch. Personalisierung, Guide, mein Hintergrund, dynamisch. Okay, Entschuldigung, ich habe einen leichten Schluck auf. Ihr bekommt das bestimmt mit, was ich jetzt hier mache. Okay, wir gehen mal ganz nach hinten. Das wäre jetzt die Xbox 360 und ja, ihr seht, die Ringe bewegen sich langsam und ja. Und hier haben wir dynamisch, was steht hier? Game Pass, ja, okay, gut. Das ist wahrscheinlich einer der hässlichsten Hintergründe, den ich je gesehen habe. Es ist meine Meinung, ja, also es ist meine Sache, die ja. Ja, und das muss auch jeder, also wenn jemand unter euch ein Hippie ist, der irgendwas, ja, Substanzen zu sich nimmt, da ist es wahrscheinlich cool. Ihr würdet dann wahrscheinlich Stunden darauf schauen. So. Ah, nein, das ist mir zu schräg. Es gibt Hintergründe, die sind zu schräg. Das ist natürlich Xbox-spezifisch, denke ich mal. Ja, die Werbung, wer nimmt sich das als Hintergrund? Ja, ich weiß, dass ich die Xbox habe, aber ich muss ja nicht hier so Winteredition. Ist das schon wieder eine Ankündigung, dass im Winter jetzt zum Weihnachtsgeschäft dieses Jahr neue Xboxen kommen? Ich glaube, ich habe einen Leak entdeckt. Ja, okay. Das nächste Hippie-Bild. Nein, ich meine das nicht böse. Aber ist ja auch schön, ja. Sieht ja nicht schlecht aus. Das sind ja Dinge, die sind ja wirklich gut. Und Spiele, ja. Spiele, ich muss ehrlich sagen, bei den Spielen bin ich mir nicht so sicher. Was hatte ich als Hintergrund? Ich glaube State of Decay und sowas. Ja, das bewegt sich, wie ihr seht, bewegt sich auch. Das sind Wolken im Hintergrund, das sind die dynamischen Hintergründe von Xbox. Jetzt gehen wir mal zu den Spielen. Ja. Rough Trader, ja. Da kommt links ein Raumschiff, wie es aussieht. Was ist denn? Was ist denn Rough Trader? Ich kenne Rough Trooper, aber nicht Rough Trader. Das kenne ich doch nicht. Rough Trooper war doch Star Wars, ja. Rough Trader, der extreme Betrüger, was ist denn das? I don't know what it means, Rough Trader. Ich weiß es wirklich nicht. Ja. Da bewegt sich auch nicht viel, ja. State of Decay, die Judgment Edition, ja, das sind halt die Wolken im Hintergrund. Ich überlege gerade, ob ich jetzt auch mal einen anderen Hintergrund benutze, ja. Ich wollte es euch nur zeigen. Bleibt dran, es wird noch richtig spannend. Ja, das sind
Hintergründe, die sich bewegen und es macht ja auch Spaß. Ich weiß, das sind Spielereien, ja. Ja, ich meine so, das sind so Dinge, die müsst ihr nicht tun. Das ist eben. Ja, das habe ich hier. Ja. Nein, das habe ich jetzt nicht mehr, jetzt habe ich es wieder. Ja. Und das war gerade Fallout, ja. Fallout in Amazon Original Series. Ach so, das ist die Serie. Das ist sogar von der Serie, von der Amazon-Serie von Fallout gedacht. Wusste ich jetzt nicht ganz genau, aber ja, Skull and Bones, wer macht sich denn das als Hintergrund? Ich bestimmt nicht. Ein Spiel, was von Anfang an nicht wirklich so gut sein sollte und auch nicht so gut geworden ist, was schon seit Jahren zu lange in Produktion war und was weiß ich, keine Ahnung. Cyberpunk, okay, Geschmackssache. Keine Ahnung, was hier noch passiert. Nicht viel. Cyberpunk, ihr müsst ja selbst entscheiden, ja. EA Sports, PGA Tour, könnt ihr auch machen. Ihr könnt ja Formel 1 drauf schmeißen und alles. Ich wollte das nur mal zeigen. The Texas Chainsaw Massacre, ja, das sieht nicht dynamisch aus. Ob sich da, ja, das ist höchstens die, was da vorne. Call of Duty Modern Warfare 3. Okay, ja, sind viele. Sind einige, ja, nicht so viele Spielebilder sind dabei. Ich drücke mal bis zum Ende. Es sind nicht so viele. Also nochmal zur Erinnerung: Wenn ihr einen dynamischen Hintergrund wollt, ja, dann geht ihr in die Einstellungen, allgemein. Hintergrund. Ich gehe nochmal zurück. Einstellungen, allgemein, Personalisierung. Mein Hintergrund und dynamischer Hintergrund. Und dann kommt ihr auf eurer Xbox, sei es die Series, sei es, ich weiß nicht, ob es die One, ob das auch geht, auf der kommt ihr auf dieses Menü und könnt euer gesamtes, sag ich mal, was ihr an Startmenü habt, umändern. So, das wäre jetzt praktisch so. Ja, das sieht jetzt so aus. Es bewegt sich auch. Und ich bin echt gespannt, was noch für Spiele dazukommen, was wirklich noch Spiele sind, die mich auch noch interessieren, was ich da als Hintergrund noch verändern werde. Ich mache das gerade auf der Series X und das wollte ich euch nur mal in diesem kurzen Video zeigen. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Ich hoffe doch stark, ja, wenn ich mehr solche Videos machen soll und mal ein paar Erklärvideos und so, das würde mich sehr, sehr freuen. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, Leute, das hilft mir auch sehr, denn ich möchte irgendwann mal auch ein 1000 Abo Special machen. Das war halt hinterhältig jetzt hier Werbung. Okay, vielen Dank, dass ihr dabei wart bis hier. Bis zum nächsten Video. Ja, in dieser Art auch. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Alles, was ich mitbekomme, probiere ich sofort aus und zeige es euch auch. Und in dem Sinne, ja, bin ich erstmal weg. Vielen Dank und ja, ciao. Bis zum nächsten Mal.